Der NABU will erreichen, dass wir das Ziel, was die Bundesregierung ausgegeben hat, nur noch 30 Hektar am Tag zu verbrauchen, bis 2020 tatsächlich auch umgesetzt wird. Und deswegen kämpfen wir an diesem Tag, ja, aber gemeinsam mit vielen Partnern darum, dass der Flächenverbrauch in Deutschland massiv reduziert wird. Eigentlich muss das dauerhafte Ziel ja sein, den Flächenverbrauch ganz auf Null herunterzubringen. Wir sind ja ein Land ohne wachsende Bevölkerung. Wir werden ja sogar, wenn die Prognosen stimmen, in den nächsten Jahrzehnten weniger Einwohner haben. Und dann ist gar nicht einzusehen, dass wir in diesem gleichen Maß die Flächen verbrauchen, wie das bisher der Fall ist. Die Versiegelung der Flächen führt eben dazu, dass a. Produktionsflächen für die Landwirtschaft verloren gehen, dass Waldflächen verloren gehen, dass Wasser nicht mehr gespeichert werden kann, dass wir die Bodenfunktionen verlieren, und zwar vollständig verlieren, und dass natürlich der Lebensraum für Tiere und Pflanzen auch verloren geht. Gleichzeitig übrigens auch Lebensraum für uns Menschen. Und deswegen muss man diese Versiegelung eindämmen. Und ich glaube, es gibt auch gute Möglichkeiten und Methoden dazu. Die Kommunalplanung spielt, die Bauplanung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei, und Förderinstrumente, die man aufbauen muss, dass man sich um die Innenentwicklung der Städte und Gemeinden kümmert. Auch 30 Hektar sind für die Natur nicht tragbar, zumal wir ja schon ein Land sind, was sehr, sehr dicht besiedelt ist und was eine sehr hohe Infrastrukturdichte hat. Aber das Ziel ist eben von der Bundesregierung Beschlusslage, und deswegen setzen wir uns erstmal ein, dass dieser erste wichtige Schritt, diese 30 Hektar zu erreichen, überhaupt ins Auge genommen wird. Wir haben heute noch einen Flächenverbrauch von über 80 Hektar pro Tag. Und wenn man das sieht, sind auch 30 Hektar bis 2020 sehr ambitioniert. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, die man machen kann, und es geht insbesondere um die Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und natürlich um den Gebäudebestand. Wenn man sich um den alten Gebäudebestand kümmert, zum Beispiel bei der energetischen Sanierung, wenn man ganze Stadtviertel saniert, wenn man alte Gewerbeflächen wieder revitalisiert, kann man eine Menge tun. Dazu muss man ein entsprechendes Flächenmanagement bei den Gemeinden aufbauen. Man muss entsprechende Förderinstrumente, zum Beispiel über die KfW, aufbauen. Und dann hat man auch eine Menge Chancen für das Handwerk und für die Leute, die vom Bau leben. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, beispielsweise das Recycling oder Wiederverwenden bisher anderweitig genutzter Grundstücke oder auch die Nutzung von Potenzialen der Innenentwicklung. Wir haben beispielsweise eine alte Kaserne umgenutzt, dort einen Gewerbepark entwickelt. Wir haben die Baulücken innerhalb des Innenbereiches erfasst, mit den Eigentümern gesprochen und zahlreiche Möglichkeiten der Weiternutzung dort dann auch geboten bekommen. Das Ganze wurde zusammengefasst in einem Baulückenkataster, das auf der Homepage jedermann zur Verfügung steht, und da zeigt sich, wie viel Potenzial im Innenbereich zur Verfügung steht. Flächensparen alleine ist bei uns im ländlichen Bereich nicht unbedingt das Thema, aber wenn man sagt, wir sorgen durch die Innenverdichtung dafür, dass der Ortskern weiterhin lebendig bleibt oder lebendiger wird und wir die grünen Flächen im Außenbereich behalten, dann kann man die Menschen bei uns auf dem Lande auch überzeugen. Ein neues Haus im Grün kann man auch im Inneren der Kommunen finden. Man hat die Möglichkeit im Baulückenkataster, wir haben das bei uns über Google Earth dort installiert, sodass man dann auch die vorhandene Umgebung sich ansehen kann. Dort sind alte Bäume, alte Strukturen vorhanden. Dort hat man wirkliches Grün. Es ist besser, als wenn ich auf der grünen Wiese baue, wo ich tatsächlich oft zu Anfang nur Sandwüste habe.